Hey und willkommen zu einer neuen Baufolge zu meinem Zaubershop. Ich bin Daniel von Simfancy und das ist ein Reich der Magie-Grundstück hier in Glimmerbrook, der Welt aus dem Gameplay-Pack. Und heute bauen wir weiter, auch wieder mit euren Kommentaren. Ja, ich lese die, wird mir immer wieder unterstellt, ich mache das nicht, das stimmt aber gar nicht. Ich gucke da rein, weil ich finde es mega interessant, was ihr so schreibt. Und ich habe auch gleich mal was richtig Tolles. Ihr habt gesagt, den Elfenteich aus Reich der aus Werdeberühm, der wird hier richtig gut reinpassen. Wir gucken mal, ob der reinpasst. Das wird spannend. Und ich habe hier irgendwas mit den Schildern hier. Ja, das ist nicht ganz gleich hoch. Das stimmt wohl. Hier müssen wir nochmal gucken. Und da habe ich auch was falsch gemacht. Danke für euer Feedback. Das ist wirklich immer wichtig auch, damit wir das hier schön hinkriegen, ne? Wie das sein sollte auch. So machen wir das. Da habe ich das vergessen hier. Dankeschön dafür. Sehr lieb von euch. So, dann geht's mal weiter. Ich fand auch die Idee ganz cool, man könnte einen Kessel nicht zum Verkauf machen, dass man kochen kann. Aber ich habe mir gedacht, nee, die sollen hier wirklich die Kessel kaufen können. Hier drin soll man eigentlich nicht Tränke brauen, da wäre vielleicht ein anderes Grundstück irgendwie passender oder auch im Reich der Magie, wo man ja eh hin muss. So, wir haben noch einen Mitarbeiterraum, wir haben noch Toiletten, da würden auch die neuen Toiletten reinpassen aus dem an die Uni Erweiterungspack. Ich muss mir an den deutschen Namen erstmal gewöhnen. An die Uni, ja, ist ein bisschen komisch. Wir gucken mal rein. Finden wir das unter Teich oder irgendwie sowas? Ich weiß es nicht. Hier Teich und Außenmöbel? Nee. Das wollen wir nicht haben. Ich gehe mal auf alle Anzeigen und auf Werde berühmt. Meistens geht es so am schnellsten, bevor man sich hier ewig durchsucht hier. Ja, ewig durchsucht. Bevor man das ewig durchsucht und dann sich selbst da durchsucht. Quasi. So, wo haben wir das Zeug? Da gibt es Set-Teile ohne Ende, aber auch den Teich irgendwo. Ich habe schon wieder zu schnell gescrollt. Ja, wo ist er denn? Ich will gucken, ob der reinpasst. Der ist schon ziemlich riesig. Das Ding ist wirklich fett. Man muss es echt so sagen. Und ich bin blind. Da ist er doch hier. Oh, schade. Der ist leider viel zu groß und den kann man leider auch nicht verkleinern. Ja, weil wenn man den verkleinert, dann bleibt das Wasser gleich groß, weil das ein Effekt ist. Oder? Nee. Stimmt gar nicht. Was ist denn das hier? Aber der Wasserfall bleibt gleich groß. Gut, das könnten wir fixen. Aber das finde ich jetzt interessant, weil das Wasser ist auch unter der Erde, ne? Deswegen vielleicht. Wir gucken uns das mal im Live-Modus an, weil das Ding wäre schon ziemlich schön, weil den kann man bevölkern mit Elfen. Mädchen, mach das mal. Können wir gleich mal checken, ob du hier durchlatschen kannst, überall mit meiner ganzen Pflanzendeko und so. So. Ah, da gehst du da unten rein, ne? Ja, da kommst du nicht außen rum wahrscheinlich, ne? Weil das, da wird man nicht mehr laufen können. Vielleicht, oder? Ah, und die Elfen, die... Ja, die schwimmen dann auch raus. Ach, schade. Das wäre so schön gewesen hier unten drin, wa? Das wäre mega schön gewesen. Oh, Leute, wir probieren jetzt was aus. Weil ich finde das so eine tolle Idee von euch auch. Wir probieren jetzt was aus. Ich klone mir den nochmal. Und wir gucken mal, ob wir den von der Breite her passt, der ja rein. Wenn wir dann wirklich das so sagen, dass wir wegen diesem tollen Ding hier den Pseudo-Mitarbeiterraum und die Klos vernichten. Ja, ihr sollt vorher aufs Klo gehen, nicht hier im Laden, immer Mann, eh. Ja, es ist halt wieder eine Entscheidung, ne? Aber ich finde das jetzt so toll, deswegen muss man da Prioritäten setzen. Das ist natürlich nicht ideal, aber das macht richtig was her und es ist auch wirklich magisch. Das ist sowas, was ich immer suche, so eine Besonderheit. Und die gewinnt dieses Mal vor dem Gameplay-Charakter. Würde ich schon sagen. Wir machen hier, wo kommen denn die ganzen Türen jetzt her? Wir machen das jetzt mal so. Und ihr schreibt mir das mal bitte, wie ihr das findet. Ich meine, jeder kann das ja auch kurzerhand austauschen und sich da ein Klo reinsetzen, wenn er dann will. Aber ich finde das cool. Ich finde das mega cool. So ein Ding braucht man da unten. Das ist wie so ein Wunschbrunnen im Elfen-Style. Kann man nochmal 5000 Simoleons hier, Mädchen? Musst du nochmal ran hier. Schmeiß das Geld rein. Weil das ist schon richtig magisch. Das ist schon magisch. Man muss das wirklich so sagen. Es ist einfach magic. Und deswegen kommt es in den Magic Shop hier rein. Ja, das macht auch eine ganz andere Stimmung. Und eventuell könnte man dann auch noch irgendwie gucken, dass man die Klos noch anders anbaut. Aber ich würde jetzt mal sagen, komm, darauf verzichten wir. Ja, man hält sich da ja auch nicht so lange auf, sonst müsst ihr vorher auf Pipi gehen hier. Aufs Pipi. Ja, machen wir, oder? Ansonsten kommen vielleicht hier unten dann mit University, könnten wir dann ein Redesign machen mit diesen Toiletten. Stalls, wie heißen die denn in Deutsch? Kabinen? Ja, wie auch immer. Das fände ich, glaube ich, ganz gut.
ganz gut, ganz gut. Ich muss mich gerade noch mal überlegen mit der Tapete. Ne? Da wäre es natürlich auch gut, wenn man da vielleicht so eine neutrale Tapete dann hätte. Nicht so die mit den Balken. Das sieht dann so ein bisschen, ja, vielleicht so eine, ne? So, kann man auch Alt drücken, da macht es die ganze Wand. Sieht ein bisschen besser aus und man kann das noch so ein bisschen ausleuchten auch, glaube ich. Dass man da noch ein bisschen mehr Stimmung reinbekommt. Wandlampen. Da kann man da irgendwas, was haben wir denn für die Wand noch an Deko? Da muss doch irgendwie, wir machen hier ein bisschen Grün rein, das sieht noch besser aus, ne? Das ist so ein bisschen hier noch verwuchert. Es ist eh da hinten grün auch noch. Dann lasst uns das genau, ist viel besser so. Wir machen das noch ein bisschen schöner auch. Wir lassen das nicht so kerzengerade, sag ich mal. Sondern machen da noch ein bisschen ein paar Highlights rein und so, ne? Ja, dass das so ein bisschen noch wilder aussieht. Sage ich jetzt mal. Einfach so frei drauf los. Gespammt hier mit den Dingen. Muss immer aufpassen in den Ecken, dass das nicht rausguckt. Sehr blöd, wenn man das so weit rausschiebt, dann ne, so zum Beispiel, dann guckt das da raus. Wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Ansonsten finde ich das Dunkle ganz toll. Das hat auf jeden Fall was Magisches. Kann man den eigentlich verkaufen? Das wäre jetzt die Frage. Kann man nicht verkaufen, ne? Kann man nicht als zu verkaufen markieren. Ach, schade, die kann man ja, ne, als zu verkaufen. Das wäre es noch gewesen hier. Natürliches Reinigungsmittel hinzufügen. Weil das finde ich jetzt echt toll. Wir haben so Katakomben und das passt einfach ganz gut. Und bevor wir da jetzt nochmal ein Stockwerk machen und blub blub, kommen die Klos jetzt leider weg. Ja, wir machen das so. Meine Entscheidung, mein Bauprojekt. Ihr könnt es umbauen. Ihr seid frei damit zu tun, was ihr wollt. Ihr könnt das runterladen, ihr könnt das umbauen, ihr könnt das wieder hochladen. Ich bin da wirklich komplett bei euch, ja. Also ihr könnt damit wirklich machen, was ihr wollt. Ich bin da gar nicht sauer, im Gegenteil. Ich finde das cool, man soll die Kreativität teilen und bereitstellen und jeder soll damit machen, was er will und mag und darum geht es ja auch, ne? Dass wir eine kreative Community sind. Jetzt bin ich am Überlegen, mache ich da unten Pflanzentöpfe rein oder setze ich das direkt in den Boden? Setze ich das direkt in den Boden, ist besser, ne? Unsere Nachtschattengewächse. Ich packe da mal so ein paar Samenpakete aus. Das sind ja wirklich die auch aus Reich der Magie. Und weil man die Pflanzen so schlecht findet in der Galerie, lasse ich die jetzt mal die ganzen Dinger öffnen. Und dann packen wir da aus dem Inventar hier Alraunen und Baldrian, ne? Was? Genau, Baldrianwurzeln. Wir packen das mal hier so hin. Man kann die dann einpflanzen. Die kann die mal einpflanzen. Das ist egal, wo die einpflanzt. Ich mache die nur mal dahin, dass es ungefähr da ist. Dann könnte man hier so ein paar, ja, so ein bisschen so ein Gärtchen machen, sage ich mal, ne? Müssen wir kurz nochmal gucken. Da ist der Gang. Machen wir die da vielleicht eher rein. Ja, wir lassen da vielleicht auch ein bisschen Luft dazwischen, dass das so ein bisschen besser aussieht. Ne, das muss schon eins weiter rüber und das nochmal eins rüber dann. Machen wir die auch ein bisschen lockerluftig. Mal so. Hier vielleicht so drei Stück reinsetzen auch. Es reicht auch, ne? Man muss ja nicht übertreiben immer. Pack die mal zurück. Pack die mal zurück. Und dann die Baldrianwurzeln, die machen wir an die Seite hin. Dann haben wir auch ein bisschen Abstand. Dann können wir die nämlich einpflanzen und dann mit dem Cheat wachsen lassen. Ja. Machen wir fünf. Oh, das ist vier, fünf. Dann haben wir sechs. Das passt. So will ich das mal probieren. Pflanz die mal ein. Ups, nee. Live-Mode schon. Pflanz die mal ein. Was kannst du denn? Inferno? Nee. Pflanzen. Mach mal Pflanzen hier. Komm, hier schnell im Schnelldurchlauf. Schnell im Schnelldurchlauf. Alles einpflanzen, komm Mädchen, auf Hobby Flotti Karotti hier. Genau, das wird hier eingepflanzt hier und ein bisschen verrutscht dann wieder. Ne? Wenn man das eingepflanzt hat, dann hüpft das immer noch ein Stück weiter. Ist eigentlich sogar ganz interessant, es ist ein neues Objekt, das spawnt. Ne? Das pflanzt die ein, das ist nur die Animation und dann das Objekt erscheint dann eben, wenn die fertig ist. Mädchen, wir müssen jetzt hier ein bisschen gucken, dass wir da Gartenstatus, das kann man mit dem Cheat-Shift-Klick auf das Objekt machen, wenn man Testing-Cheats True anhat. Und wir machen die jetzt mal blühend. Gartenwachstumsstadium blühend. Ne, das ist ganz toll. Dann ist es nämlich schon weiter. Und da haben wir die höheren, ne? Diese Baldrian-Pflanzen, die sind ein bisschen höher, deswegen sind die auch da hinten. So. Kenne ich schon, nämlich im
im Magic Tower, den ich ja auch gebaut habe. Da haben wir nämlich auch diese neuen Pflanzen drin. Und deswegen weiß ich nicht, wie groß die sind. So, Concentration, please. Ja, jetzt sieht es ein bisschen düster aus hier bei Nacht, wa? Ja, ist ein Nachtschattengewächs. So, und jetzt kommt noch ein bisschen Magic dazu, damit es echt aussieht. Wir machen dann natürlich so eine Erde rein. Da gibt es ja so eine Erde, die sieht. War das die? Ich glaube, es war die, ne? Nochmal zurück. Steuerung Y bei uns in Deutschland. Ja. Kein Witz. Die Entwickler machen das wieder so. Was muss ich nochmal drücken, um es zu verkleinern? Das ging doch irgendwie, dass ich das hier nochmal. Bin ich jetzt doof oder was? Das war doch hier mit Shift oder mit. Was war das denn? Bin ich jetzt doof? Ich bin voll blöd. Kann man das nicht verkleinern noch? Ach, bei dem nicht. Nur beim Geländetool war das. Ne? Ich dachte schon, ich kann den Kreis hier vergrößern und verkleinern. Ich glaube Shift und dann Mausrädchen oder so. Jetzt machen wir das so ein bisschen Erde drumherum, dass es noch ein bisschen besser aussieht. Hier auch noch so leicht. Das ist so wirklich so ein bisschen wie so kleine. Ja, ein bisschen freier. Der Wind und so. Die Natur. Das ist alles so ein bisschen freier. Das ist einfach wie so ein kleiner frischer Anbaugarten da ist, wo man diese Pflanzen dann eben hat und dann kann man die da so schön, oder? Ist doch cool. So, machen wir das mal. Hat man auch noch ein bisschen Space, dann kann man auch noch drum rumlaufen, man kann die da ernten, dann kann man die mitnehmen, weil die kann man ja nicht verkaufen, die Dinger, glaube ich, ne? Wir haben oben so ein bisschen was in unserer Apotheke, wie ich die so gern nenne. Aber soweit mal finde ich das ganz gut. Jetzt könnte man sich noch überlegen, ob man hier noch so Wegplatten macht. Das ist aber wieder doof, weil das grün zu hell ist. Himmel, Herrgott. Steuerung Y. Ja, das könnte man auch nehmen. Das finde ich ganz gut. Machen wir das so. Machen wir das aber ein bisschen schwächer nochmal. Dass das so ein bisschen so ausläuft auch. Ja, das ist nämlich nur so ganz dezent. Hätte ich das ganz gern. Dass das hier auch so ein bisschen dann ausläuft. So. Ja, nur so ein bisschen halt, ne? Hier läuft es ja auch schon so gut aus. Das finde ich ganz gut, so ein bisschen. Hat man da einen schönen Weg. Hier gehen wir noch ein bisschen breiter. Ja, finde ich so ganz toll. Und da hinten, was machen wir da an die Ecke? Da können wir noch so eine Oberflächen. Da können wir noch so eine Theke vielleicht rein. Oder ist es blöd mit dem Baum? Ich guck mal nach einem Tisch. Oder eine Busch. Also hier so einen Gartentisch reinmachen. Ich finde den ganz schön. Gibt es das der? Ne, das ist der andere. Da gibt es nochmal einen. Der ist ein bisschen kratziger, sage ich mal. Wo ist denn der? Da noch einen, der ist so ein bisschen Vintage hier. Vintage Touch hier. Wo ist denn der? Der da, glaube ich, oder? Ja, genau. Das ist im Gartentisch. Oder machen wir den schon weiß auch? Ich würde den auch weiß machen. Dann fällt der auf. Würde ich aber vielleicht auch so rum reinstellen. Ja, das ist doof, da hinten die Ecke, ich weiß. Wir müssen dich so ein bisschen hier. Leider musst du weichen. Komm, wir löschen dich. Jo, wir löschen dich. Dann können wir da nämlich so ein bisschen Gärtnereikrams noch verkaufen. Das soll ja auch ein bisschen hier die Leute anlocken. Da hinten in der Ecke ist echt ein bisschen blöd. Dann machen wir da aber auf jeden Fall noch eine Lampe rein. Was nehmen wir denn da? Was haben wir denn? Diese tollen neuen Wandlampen aus reichter Magie, die da, die wären ganz schick, oder? Machen wir die da unten rein, dann hat man da noch so einen Glimmer-Effekt. Auch bei Nacht. Nur so ein bisschen. Machen wir das so in die Mitte. Machen wir das auch hier oder da dazwischen. Auch auf den Holzbalken. Man kann ja die auch noch ein bisschen verschieben. Ich würde die auch noch ein Stück drehen. Damit das natürlicher aussieht. Die kleinen, das ist egal. Da sieht man es eh kaum. Oder? Ja. Okay, machen wir das so. Jetzt möchte ich nochmal bei Nacht ja das Ganze sehen. Genau, das ist ein Nachtschattengewächs. Ein bisschen Licht ist immer gut. Hier bei der Verkaufsfläche natürlich auch. Ne, dass das so ein bisschen eben diesen Effekt dann auch hat. Ganz wichtig bei Nacht. Nachtschattengewächsen. Wir gucken jetzt mal. Bei Deko rein. Deko.
Da nehmen wir, da gibt's doch diese, ist das hier oder ist das nicht hier? Also diese Zweige finde ich schon mal ganz schön, da kann man so ein bisschen was machen, dass man da sowas draufstellt, einfach als Deko. Da gibt es ja die Gießkanne im Debug, aber die Debugs dann kann man immer nicht verkaufen. Ich bin gerade überlegen, da gibt es ja diese Handschuhe als Deko, ne? Was haben wir denn noch? Wir haben so Eimer gibt es noch im Debug. Dann eben, wie gesagt, diese Gießkanne. Also Dünger kann man leider nicht verkaufen. Das ist so ein bisschen schade. Oh, das Ding ist wunderschön. Das müssen wir auch nochmal reinpacken hier irgendwie. Weil wir hier noch so an den Rand hin und so, oder? Dass das so ein bisschen Atmosphäre noch bei rumkommt. Können wir da noch an den Rand auch stellen. Finde ich ganz schön. Hier auch nochmal ein bisschen. Das ist ja auch noch ein bisschen was, ne? Das ist nicht ganz so. Ja, könnte man sagen, die kann man auch noch kaufen, obwohl man die eigentlich nicht kaufen kann. Da musst du dran vorbeilaufen an dem Ding, damit du da reinkommst in die gute Stube. Also es ist immer so ein bisschen auch ein Verkaufseffekt. Man muss dran vorbeilaufen, wie in den Supermärkten. Muss man einmal außen rumlaufen. Sonst kommst du nicht zur Kasse. Und dann siehst du vielleicht noch was du hier mit greifst. Oh, diese Blümchen, die wären auch noch schön. Aber die sind so ein bisschen unmagisch, ne? Wieso gibt es die eigentlich wieder zweimal hier? Ich finde meine Deko nicht. Ich will aber. Dann noch so ein Besen hin, ist immer schön auch, ne, so ein bisschen Gärtnerkrams halt, will ich da so ein bisschen was, irgend so Körbe, vielleicht hat man da irgendwas gesammelt oder irgendwas, ne, die aus den Körben raus oder, ne, irgendwie so ein bisschen Krams einfach, sage ich jetzt mal. Das muss ja nicht mal irgendwie 100%ig mit dem Garten zusammenhängen. Wo ist denn jetzt diese, da. Die Handschuhe, da kann man sich die Handschuhe dann auswählen. Die gibt es übrigens auch in verschiedenen Farben. Ich nehme immer das erste, weil bei Gartenhandschuhen ist eigentlich egal. Aber da haben wir drei verschiedene Farben hier tatsächlich, wa? Ist auch wieder das erste, oder nicht? Nee, ne? Ist ein bisschen düster hier. Die Leute sehen das noch nicht, was hier gibt. Dann machen wir die aber auch so gerade irgendwie hin, ne? Also ein bisschen hier die Deko. Kauft ihr unsere Gartenkralle? Damit fällt es dir, wenn du noch nicht so magisch versiert bist. Ja, das lenkt jetzt eher ab, ne? Das Grün. Und dann packen wir da noch, ich mach mal Tag an hier wieder. Dann machen wir da noch aus für Handel bestimmt. Da gibt es ja diese Verkaufsschilder, dass man das auch sieht. Da kannst du kaufen, ist nicht Deko, ist für dich. Genau, und die Farbe ist gerade im Sale. Nehmen wir auch das weiße Schild hier, ja. Kann man die verkaufen? Müsste eigentlich gehen. Zu verkaufen kann sein. Guck mal an. Wer will Handschuhe kaufen? Kaufen Sie Handschuhe. Ja. Bewässer die mal noch. Das wäre, glaube ich, besser. Bewässer die mal noch. Komm. Ich hab Zeit. Das ist auch der als einzige Objekt, glaube ich, was man nicht aus dem Inventar rausholen kann. Diesen Glimmerstein, diesen blöden. Nö. Ja, wir wollen ja hier einen schönen Garten hier in die Galerie hochladen, ja? Das muss schon sein jetzt hier. Das muss schon hier gehen jetzt. Die Zeit muss sein. Das wird dann hochgeladen und dann habt ihr das auch schon in dem Wachstumsstadium bei euch im Spiel. Schön, oder? Wo gehst du jetzt den Schild angucken? Das finde ich doch gut. Diese Tränke hier, die kann man leider nicht verkaufen. Das ist immer noch nicht gefixt. Ja, ich hätte das so gern gemacht. Aber wir können vielleicht nochmal diese Knoblauchdinger hier auch machen. Dann machen wir hier die Knoblauchdinger, dass da vielleicht noch ein paar Sims runterlatschen. Dann kann man das wenigstens kaufen. Ich meine, ist jetzt nicht unbedingt erforderlich hier. Und ich würde hier drin auch nochmal diese tollen Lampen platzieren. Aber nur eine da vielleicht. Damit der, was ist denn das hier für ein komisches? Ach, weil da die Treppe ist und da keine Wand ist. Damit wir da ein bisschen Licht noch haben, aber nicht zu viel, oder? Ja, ein bisschen Licht brauchst du da unten schon, sonst läufst du da so die Treppe entlang und siehst gar nichts. Ja. Machen wir es so. Finde ich sehr cool. Ist auf jeden Fall magischer als das Klo. Müssen wir hier nochmal gucken. Da will ich dann auch nochmal diese Tapete vielleicht. Das stört mich schon die ganze Zeit. Oder auch diese Treppe. Oder machen wir die Treppe. Man könnte die Treppe sogar weg machen hier. Können wir auch machen. Ich fand es jetzt irgendwie mit besser. Ich kann mir nicht helfen.
Aber ich würde es, glaube ich, lassen wir da mal von außen angucken. Ja, ist schon so das Fundament halt auch, ne? Aber da müssen wir irgendwie so ein weißes Holzpanel oder was machen, ne? Komm, zeig mal das Licht von vorne. Das ist so schön. Hier machen wir das Weiß einfach mit dem. Mhm, genau. Jetzt hier oben den Eingangsbereich noch. Dann haben wir noch die Outfits für unsere Magier. Und ja, da müssen wir noch mal ein bisschen durchgucken, aber soweit mal. Hier oben würde ich auch unbedingt noch mal so ein bisschen so ein Verkaufsschild auf jeden Fall hinmachen. Ich finde das ganz schön. Haben wir da auch eins in Weiß? Oder guck mal, ja, mit so Blümchen drauf, das passt. Das nehmen wir, das geht auf. Mal wieder hier so hin, kommen Sie rein in unseren Garten. Garten, Landesgarten, schau hier. Ist doch wahr. Edelstein-Schilder irgendwie. Gibt es das auch in ganz weiß? Bitte, danke. Ja, wir haben alles für groß und klein. Wir müssen so ein paar Verkaufsschilder hin, ne? So ein paar kauft das hier. Und hier oben, das ist immer so die Sache, ja, bei der Kasse machen wir noch so, hier, wir haben schon hier was verdient und so, ein paar Auszeichnungen bekommen, sage ich mal. Dann müssen wir hier draußen auch noch eine Ausstellungsfläche hinmachen. Da würde ich dann auch so ein kleines Podest hier nehmen. Ich finde das ganz süß. Ja, machen wir das so. Da kann man das ein bisschen drum rumlaufen. Schilder haben wir ja schon, ne? Ist okay. Gibt es die auch in Weiß? Wenn wir jetzt schon alles weiß machen, machen wir jetzt auch weiß hier, ne? Ja, ich dachte eigentlich, die fallen dann halt mehr auf, wenn die eben nicht weiß sind. Aber wir machen jetzt auch weiß, wenn wir alles weiß machen. Oder schwarz. Weil schwarz haben wir da auch viel. Ja, wir machen die, glaube ich, mal weiß. Hm, okay. Die Produkte glänzen bei uns, ja. Jetzt gehen wir in den Debug nochmal rein. Ah, habe ich noch nicht an? Habe ich noch nicht an. Aber wir können auch mal gucken. Wir haben ja die Objekte schon rausplatziert. Dass wir hier nochmal diese Tränke oder die Kristalle. Das ist jetzt so die Frage. Oder das passiert so, Kristalle wäre natürlich toll. So als Eingangsding, was brauchen wir denn nochmal? Rubin, Feueropal, da holen wir uns gleich mal den Rubin. Also müssen wir wieder, ne? Steuerung, Shift und C, aber nicht im Suchfeld, Bibi-Punkt. Show Hidden Objects. Ich komme ganz durcheinander wegen den ganzen Cheats da. Show Hidden Objects, genau. Und jetzt holen wir uns einen Rubin. Den braucht man für die Zaubertränke. Ja, der passt nur unten ran. Passen die kleinen oben ran. Diamant passt oben rein. Okay, dann holen wir uns noch einen Diamant. Und einen Smaragd. Passt auch, ne? Von den Farben her. Smaragd. Genau, den hätte ich gern. Hier, der kommt oben drauf oder da oder hier. Genau, und der Diamant. Ey, wir haben Diamanten auf der Terrasse und du? Dass man da einfach nur so ein bisschen so einen Hingucker hat, ja? Wisst ihr, wie ich meine? Hier so ein bisschen was hier zum Klotzen. Und Komfort. Komfort. So ein paar Bänke. Weil wir haben unten jetzt keine Sitzgruppe. Es war auch so eine. Wir haben so viele tolle Ideen gehabt für unten. Aber der Teich, der hat es echt gerissen. Ich glaube, der hat ja auch am meisten Likes. Und ich würde jetzt hier noch ganz gern so eine Bank hinstellen, die auch outdoor-tauglich ist und nicht zu sehr. Ich glaube, hier gibt es auch eine weiße, die ist vielleicht ganz schön ein bisschen schnörkelig, aber nicht zu viel. Man könnte auch hier so ein bisschen nach unten gucken lassen, dass die sich hier wohlfühlen, oder? Ist ganz toll, ne? Ist auch ganz schön, machen wir das doch so. Und hier vielleicht auch nochmal eine, dass man das sich so ein bisschen... Oder hier, ist auch schön. Kinder, ihr müsst draußen warten, ja, ja. finde ich cool, finde ich schön, finde ich gut. Machen wir es so. Kann überlegen, ob man den Teppich da noch vielleicht reinholt, rausholt. Das hat nochmal ein bisschen was, so wie so ein Ausstellungsding. Nicht so nah ranlaufen, ja? Nicht den Teppich berühren, leider der Boden ist Lava. So, der ist doch süß. Ist das süß oder ist das süß? Ja, finde ich süß. Finde ich schnucklig. Ah, ich mag meinen Zaubershop jetzt schon. Geil. Wir brauchen da noch so eine Raumleiste, sehe ich gerade. Die haben wir noch nicht irgendwie. Da nehme ich ganz gern die da auch, weil die da so schön sich auch so ein bisschen ausbreitet. Hüpft das Ding nach unten. Ja, da würde ich es dann eher nicht machen sogar, weil dann sonst verlieren wir unsere Spantrillen hier unten, die schönen Dinger. Wir machen da oben nicht auch noch ein Dach hin. Oh, da haben wir schon die, aber die ist in der falschen Farbe.
Ne, wir machen die weiß, glaube ich. Das sieht besser aus. Ja, das sieht besser aus. Was hat schon wieder im Inventar verschoben hier? Manometer. So. Ja. Okay, jetzt müssen wir das noch fixen mit den Lampen. Da hatte ich so tolle Lampen hochgelevelt und jetzt irgendwie auch wieder verrissen. Die sind, glaube ich, hier in Bodenbeleuchtung drin. Ich habe mir das so viel Mühe gemacht, die da drauf zu platzieren. Wir machen da mal Gitter an und setzen die jetzt einfach so drauf, ne? Setzen die jetzt so drauf, jetzt Magic, die schweben. Erstens rutschen die wieder runter und sind wieder weg oder was weiß ich. Deswegen platziere ich die jetzt oben drauf. Ja, ist das schon sehr spitz, finde ich, wenn man das jetzt bemängelt. Aber stimmt natürlich, dass ganz leicht ein little bit Luft hier da drunter. Ja, ganz pupsi futzi pupsi. Hätte ich es nicht gesagt, hätte es wahrscheinlich die Hälfte nicht gemerkt. Und dann kann man den Shop hier so richtig schön beleuchten auch noch. Und das gleiche Spiel machen wir natürlich auch hier auf der Seite. Das muss schon stimmen. Und man muss die immer so ein bisschen höher platzieren. Man muss da wirklich von unten auch gucken, weil das hat einen Effekt. Das ist kein Witz, wenn man von oben guckt, kann man die nicht so weit teilweise unten drunter platzieren. Ja, jetzt will ich es zeigen und dann geht's ja. Ist klar, Daniel, echt mal. So, und hier auch nochmal eins, nochmal hier weiter. Sind das die genau? Die gucken nämlich nicht raus jetzt. Und da packen wir auch jetzt die Lampen hin. Und das Coole ist dann, man kann das beleuchten. Und dann strahlt das richtig, weil die Strahler, die gehen wirklich seitlich. Das sind die ersten Lampen, die wirklich schräg strahlen. Alle gehen immer nach oben oder scheinen natürlich, ne? Weg. Ab. Vom Schein ab. Wie sagt man, strahlen jetzt nochmal ab. Hinten ist voll langweilig, da draußen. Das müssen wir irgendwann noch machen, ja. Haben wir halt keine Fenster. Da hinten ist eigentlich... Ja, ist immer ein bisschen schade, wenn man das hinten eigentlich nicht so dekoriert. Ich bin da eigentlich gar nicht der Typ für. Ich meine, was machen viele aber auch, ne? Ich finde das immer so schrecklich. Das sieht das voll schön aus von vorne. Dann guckt man es an und hinten so... Gut, das geht jetzt noch, das ist nicht irgendwie hässlich, aber Hashtag Grün muss auf jeden Fall noch an die Wand dran hier, oder? Machen wir, da wächst da so ein bisschen hier schräg hoch. Wir machen erstmal das. Ja, das kannst du doch nicht so lassen. Da muss da irgendwas noch ran. Finde ich schon, finde ich schon. Da muss auf jeden Fall noch was ran. Und wenn es nur ein Lüftungsschacht ist oder irgendwas. Aber das kannst du so da nicht bringen irgendwie. Da muss noch ein bisschen hier, ja... Da muss irgendwas noch ran. Es muss nicht viel sein, aber ein bisschen was muss schon sein. Ja, das kann ich sonst nicht leiden. Und da noch so ein bisschen was. Ein Ausreißer. Und dann noch ein paar andere dazwischen. Dann sieht das auch so aus, wie wenn das hier so hoch wächst. So ein bisschen. Das ist ganz gut, ne? So, jetzt nehmen wir da auch nochmal eine andere Farbe. Das ist irgendwie vertrocknet hier teilweise. Da kriegst du kein Dings hier, ne? So vereinzelt. Das sind einfach so Kleinigkeiten, die ich ganz gern mache. Ja, das ist ein bisschen noch. Ein paar Ausreißer hat hier auch. Ich will das jetzt nicht voll spammen mit Pflanzen hinten, weil hinten guckt man wirklich fast nie hin. Das ist schon wahr. Aber so ein bisschen was muss hin. Wenn ich jetzt da hinten auch noch überall Pflanzen mache, das finde ich jetzt doof, weil da hinten ist man eh nie. Und deswegen würde ich das gar nicht, also ne, deswegen, weil das ist auch ein Performance-Last, was man dann, und Pflanzen dann, wenn man da hunderte Dinger, das ist dann gleich viel, viel Performance, ja. Hier, so lala. Sieht aus wie ein kleines Kirchchen. Vielleicht war es früher mal so eine Kirche oder so ein Rathaus oder so. Und ja, heute ist es ein Zauberschnopp. Gut, next one. Outfits. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich speichere erstmal, bevor ich da reingehe. Denn letztes Mal beim Restaurant hat's mir den Speicherstand verrissen. Als ich zurückkam, war da alles Gebaute weg. Ja, tatsächlich. Echt kein Witz. Aber das war bei Mitarbeiterkleidung. Wartet mal, das brauchen wir gar nicht machen. Ne? Bei Schaufenster, beim Inselshop, beim, wie heißt der wieder geheißen? Da hat's geklappt. Aber ich traue mich trotzdem nicht. Diese Schaufensterpuppen, die sind schlimm. Die sind echt schlimm. Die sind richtig schlimm. Wenn da was schief geht, dann ist alles weg. Das kann ich gar nicht leiden. Dann kommt man in der Stelle ein 10, dann kommt man zurück und dann ist das Gespeicherte weg. Ja, kein Witz. Das ist mir beim Restaurant-Dings hier gemacht. 5x. Stimmt eigentlich nicht, 6x, aber ich weiß es dann. So. Outfit erstellen. Outfit in Erstelle ein Sim erstellen. Ganz genau. Da machen wir jetzt ein Outfit, weil die verkaufen wir auch und die können die Sims ja auch wirklich kaufen im Laden. Das ist ja ganz toll. Das war jetzt wieder für den Ton. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Wir gehen direkt natürlich in Reich der Magie. Wir sind hier beim weiblichen Sim.
Reich der Magie, Realm of Magic. Und nehmen da mal. Was machen wir denn da ran beim Ein? Also ich will auf jeden Fall mal so dieses. Das sieht edel aus halt, ne? Das sieht aus wie so ein Outfit, was man sich vielleicht nicht gleich am Anfang kauft. Sondern eher später. Schwarz und Gold. Gut, in den Laden passt alles rein. Das ist eigentlich furzwurscht egal. Welches sieht denn am coolsten aus? Ich finde immer noch das Grüne eigentlich. Oder das Erste. Aber das Dunkle ist auch toll. Ja, wir nehmen das, ne? Das leuchtet ein bisschen Gold. Let's do this. Schuhe gibt es natürlich auch dazu. Da verdienen wir ein bisschen mehr. Ist wirklich so, wenn man mehr ne, verdient hier. Die Schuhe, das weiß ich gar nicht, was die für einen Wert haben. Aber das wird auf jeden Fall gestackt. Das wird, also aufeinander, also mehrere Objekte werden zählen mehr. Die wir laufen übereinander. Machen wir so schicke Stiefel dazu. Oder nicht so die krassen, aber die nehmen wir auf jeden Fall. Und ja, das ist wieder kitschig, ne, mit so einem Hut. Ich würde das auch, glaube ich, weglassen. Ja, immer alles so. Ja. Ja. Bitte mach, dass es geht. Bitte mach, dass es geht. Ich habe jetzt auch das Alltagsoutfit gemacht. Das ist ganz wichtig, wenn jetzt eine zweite Frau einkleidet, dann dürft ihr nicht wieder das erste Alltagsoutfit machen, weil sonst überschreibst du das erste wieder, was ihr gemacht habt. Immer ein bisschen kompliziert mit den Schaufensterpuppen. Wie gesagt, ich mache das total ungern. Aber das hat jetzt schon mal geklappt. Guck mal an, ist doch toll. Ist doch subi-bubi hier. So, jetzt kommt der Typi noch. Outfit erstellen. Outfit in der Stelle ein Zimmer stellen. Wer macht da zufällig? Wer verkauft zufällige Outfits? Total doof, oder? Ja. Überflüssig. Auch hier wieder natürlich Reich der Magie. The Realm of Magic. Und dann nehmen wir bei da vorne nehmen wir. Ich würde hinten vielleicht so ein bisschen was Schickeres mit Zauberstab machen. Dann machen wir vorne das Lockere. Oder ist das so ein bisschen. Hier ist auch ein bisschen in der Apotheke mit drin. Oder das da ist schöner, ne? Das Elvis Outfit. Oh, ich finde das Grüne immer so toll. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen was leuchtet, so weiß und so. Oder? Nehmen wir das. Schuhe gibt es auch dazu. Da gibt es auch die Stiefelein. Die soll jetzt anders sein. Ja, die haben auch was. Wir nehmen da die schwarzen Drehteile mit den Vampir. Finde ich gut. Machen wir. Mhm. Ist gebongt. Ist gebongt. Dim, 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 dim. Go, go, go. Immer diese Ladebalken, ne? Dass man auch nicht alle Outfits irgendwie auf einmal erstellen kann für alle Schaufensterpuppen. Das ist auch totaler dämlich shitty. So. Sehr gut. Jetzt könnte man hier wieder das Outfit auswählen. Aber wir müssen jetzt hier ein Outfit erstellen. Outfit in der Stelle ein Zimmer stellen. Und da dürfen wir jetzt nicht das hier überschreiben, was wir da haben. Ja. Da dürfen wir das jetzt nicht ändern, sonst ändert es das. Wir machen jetzt einfach nochmal ein zweites. Ich weiß nicht, man kann einfach Ausgekleidung machen, ist völlig egal. Oder oben ein zweites, glaube ich, auch. Das geht auch. Und dann gehen wir jetzt in... Ich hätte gern Reich der Magie wieder, ohne Abendkleidung. So, und da nehmen wir jetzt das da für den Zauberstab. Ne, das sieht aus, die Brille ist schon mal geil. Die lassen wir gleich mal da dran. Das ist eine sehr gute Idee. Dann nehmen wir, der ist gut, der rote da, oder? Das hat immer ein bisschen was von Zauberkünstler, finde ich, das Outfit. Aber die Brille, die ist geil. Können wir da nochmal, ja, für die Hände, das ist jetzt das Luxus-Outfit, da machen wir das. So, vorne sind die günstigen und hinten ist das Luxus-Outfit mit schwarzer Brille hier, bitte. Und schönen roten Stiefeln dann auch noch dazu, wenn eh schon alles rot-schwarz ist. Dann machen wir die schwarz, besser schwarz, ne? Oh ne, da guckt wieder aus der Hose raus. Also die Reich der Magie-Outfits sind wirklich schrecklich. Ich muss es echt so sagen, weil die sind teilweise echt schlecht gemacht, dass das Zeug einfach rausguckt dabei noch. Wenn man jetzt eigentlich schon dabei ist, man könnte sogar noch mehr mit so einer Kette und so machen, wobei das bei dem Outfit nicht so gut passt, ne? Ich klicke die trotzdem mal an, guck mal, die sieht man gar nicht, kriegt man aber wahrscheinlich mehr Geld dafür. Ist cool, eigentlich, ja. Und den machen wir auch ein bisschen muskulöser und ein bisschen schlanker. Das ist doch nochmal so ein bisschen... Du siehst dann so muskulös und schlank aus wie diese Schaufensterpuppe, wenn du dir dieses Outfit kaufst, ja. Alles hier. Marketing und Tricksen hier. Tricks ohne Ende. Come on, Ladebalken, mach hin jetzt.
Mann, ey. Ich muss mir einen Stammbaum fürs Let's Build ausdenken. Ist das jetzt alles noch gut? Yeah. Die Einsteiger-Outfits, ja, greift zu. Und hinten so die, yay. Yeah. Coolio. Nicht Inferno. Mit Schaufenster Probitanzen. Outfit erstellen. Outfit in der Stelle ein Zimmer erstellen. Ganz genau. Last but not least, der letzte Ladebalken. Ne, wir brauchen noch einen zurück wieder. Der dauert immer länger. Da auch wieder ein neues Outfit machen. Und auch hier wieder neue die Filter setzen. Wie gesagt, das könnte man sich alles sparen, wenn man alle Schaufensterbuben gleichzeitig machen könnte. Und da würde ich jetzt dann das da nehmen. Ja, das passt auch ganz gut. Wir nehmen da aber nicht wieder das Rote, wir nehmen da das lila Kleid, oder? Ah, Schwarz ist schon auch heiß hier. Wow, das Weiß ist auch toll. Ich kann mich nicht entscheiden hier. Wir nehmen das lila Outfit. Ich finde das halt einfach, ne? Wir nehmen ja auch lila Schuhe, Glitzerschuhe dazu. Das sind ein bisschen die nobleren Dinger da auch. Vielleicht die. In dem Schwarz ist besser, ne? Ja, wow. Ein hübscher Rücken kann auch entzücken. Kann man da noch Accessoires dann auch wieder, ne? Wie Halsketten? Guck mal, da passen die dazu. Dann nehmen wir da diese. Diese hier. Schwarz und Grün ist eine gute Kombi. Schwarz und Grün, lila und Grün. Ich finde das schön, also schöner Kontrast. Finde ich gut, darf es hier sein. Man könnte hier auch noch Handschuhe machen, das wäre auch nochmal heiß. Oh, die gehen wieder übereinander da, ne? Ja, das sieht man die gar nicht so gut. Da müssen wir mal gucken. Schwarz, machen wir schwarze Handschuhe. Und ja, jetzt kann man da weniger Armbänder und so drauf machen, wa? Perlenkette, die Magic Girl von heute. Wenn man das hier macht, das kann man oben drüber tragen als Magier, oder? Würde ich schon sagen. Ist da auch was mit Lila? Dann nehmen wir das Schwarz-Weiß. Ja, das kommt hier, geht hier oben drüber, hier bei uns. Hauptsache viele Gegenstände. Machen wir es so. Fertig. Alles klar, weiter geht's wieder zurück in den Zaubershop. Ja, ist echt blöd mit dem Ladebalken. Aber so ist es halt. Gibt Schlimmeres. Gibt Schlimmeres. Ja, man merkt es auch beim Laden, ne? Je mehr Objekte auf einem Grundstück sind, je größer das Grundstück ist, also je mehr hier ist, desto länger dauert es auch zum Laden. Und je nach Computerperformance ist das auch unterschiedlich, dann noch länger. Und jetzt können wir hier nochmal gucken, also hier die Pose ändern, da würde ich auch so ein bisschen Business oder... Ja, das finde ich auch ganz toll, die Idee, die man geschrieben hat, da einen Zauberstab rein, ist aber total schwierig, außerdem sind die Zauberstäbe so schräg und so, und dann schweben die in der Luft und rutschen wieder runter, das ist immer so ein bisschen... Selbstsicher hier, oder? Machen wir die da. Mhm, da haben wir diese Verspielten. Yay. Und hier machen wir diese. So sieht es so aus mit dem Zauberstab, obwohl ich gar keinen in der Hand habe. Stell dich da vor und guck dich an. Weil die können das ja hier wirklich anprobieren auch. So ist es ja. Ne, können da hinlaufen und dann ziehen die sich da im Spiegel. Weil es eigentlich hier dann gut wäre, wenn man da nochmal einen Spot in neutraler Farbe machen würde. Sonst kauft man das Kleid und dann ist es gar nicht blau, sondern. Wie war das mit dem Witz? Das ist das blaue Kleid, das goldene Kleid oder so. Wisst ihr, was ich meine? Machen wir hier dann mal so einen Spot rein. Der dann das nochmal ausleuchtet. Hier, ja, das Blau strahlt trotzdem über, ne? Aber es ist ein bisschen besser. Ja, ist auf jeden Fall besser. Zieht man die Kleidfarbe. Macht ein bisschen den Schummer hier raus, aber ich denke, es geht noch. Es geht wirklich noch. Finde ich echt gut jetzt. Hier nochmal gucken, wenn man sowas macht, dann ist es zu hell, den ganzen Raum. Da spottet es wirklich nur auf die Klamotte hier. Wir machen die ein bisschen davor, dass die vorne natürlich auch anstrahlen. Die Klamotte. Das ist doch jetzt ein toller Laden hier. Finde ich geil. Da machen wir dann auch nochmal unsere Schaufenster-Teppiche drunter hier, oder? Das hat dann nochmal so ein bisschen, weil wieso stehst du so weit hinten, Mädchen? Jetzt werden wir mal die Lampe auch ein bisschen weiter vor. So, es ist gut. Ja, finde ich toll. Da würde ich die Farbe vielleicht von dem Teppich ändern. Ne? Das ist so ein bisschen hier dann. Ja, die. Schwarz? Schon krasser mit dem Schwarz, ne? Ich finde, es hat irgendwie was. Mhm, durch die schwarzen Kästen hier auch. Ich finde das ganz gut mit den Zauberstäben. Okay. Apropos Zauberstäbe, wo sind die denn bitte? Das kann doch nicht sein. Nein! Und die Bücher hat es auch wieder entfernt und die Lampen. Oh nein. Liebes Spiel. Du machst mich fertig.
weiß ich nicht mehr, wie ich die sortiert hatte. Ich hatte die feinstaublich sortiert. Also hier hinten waren auf jeden Fall die Magic Sticks. Hier sage ich mal. Also die Magic mit dem Stern und mit dem Zauberstab. Wir hatten hier, glaube ich, die günstigen Holzstäbe auch. Und die natürlichen Stäbe, ne? Und die antiken. Da hatten wir die. Das ist der Marmor, der Waldlichtung, der Knochenstab. Ich glaube, ist eigentlich auch egal, ne? Zauberstab der Elemente 340 kostet das Spaßding. Haben wir die Elemente nach hinten, 340, 400, das sind die Elderstäbe da, ne? Und dann haben wir noch die 260, ja, das sind das die teuersten hier, ne? Dann nehmen wir die da dazu. Und das sind die Knochenstab. Das passt jetzt schon. Und die sind die mittelpreisigen Marmorstäbe. Genau, und das sind die Holzzauberstäbe. Das ist schön sortiert. Ich finde das schon wichtig, dass das so ist. Und wieso hat jetzt die Bücher da verrissen? Ja, Mann, ey. Kann ich ja wieder leiden hier. Da wieder fein säuberlich hier hochplatziert alles schon. Was macht das Spiel? Ich habe das extra nach Runen sortiert. Ist alles schon einsortiert gewesen hier. Jetzt ist alles wieder weg. Das ist das Ding hier. Da müssen die da rüber. Und die müssen daran. Genau, haben wir schon. Das sind vier Stück, deswegen packen wir das nochmal runter. Dann kommen die oben drauf. Und das kommt oben drauf hier nochmal. Nochmal verschieben. Ah, das rastet ja da wieder ein. Ist das blöd gemacht. Muss ich die da so platzieren, ja. Dass die da nicht einrasten hier mir, ja. Das ist, wenn man irgendwas verschiebt und Move-Objects nicht anhat, dann verpackt es die Sachen ins Inventar, so wie meine Lampen hier auch. Ja. So, last but not least werden wir jetzt auch noch unsere Farbe, dieses Licht, dann werden wir da nochmal ein bisschen reinbringen. Dann machen wir jedes zweite, nämlich dieses Licht so ein bisschen lila, grell, oder? Farbe, dieses Licht lila und Farbe, dieses Licht bläulich, dass das so ein bisschen so ein Schimmer drin ist. Schimmer. Das sieht man ganz gut, der Vergleich ist alles voll angestrahlt. Wenn man da nachts durch den Wald läuft, findet man auch sofort den Shop. Ist auch ein guter Nebeneffekt. Ja, so blau und lila ist gut. Jedes zweite Ding. Lila und das wieder Farbe. Blau. So, wie fehlt da eine Lampe wieder? Da machen wir noch eine Lampe ran. So. Jetzt. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So muss das sein. So lobe ich mir das. So muss das sein hier. Jetzt. Das letzte ist, wir müssen noch die zu verkaufen. Kennzeichnen, machen. Wir gucken auch nochmal durch. Weil das ist das, was die Sims nachher im Gameplay kaufen können. Verkaufmarkierung umschalten haben wir da alles drin. Ja, die sind zum Glück noch markiert, die Zauberstäbe. So soll es sein. Spiegel und so verkaufen wir nicht. Die Outfits sind eh automatisch. Die Besen haben wir alle schon. Hier sind die Bücher in der Kasse, finde ich ganz gut. Wir lassen den Platz, glaube ich, doch frei. Ja, hat man da ein bisschen Luft zum Laufen und so. Das ist okay. Unten die Kessel sind markiert, die Tränke gehen nicht. Die Begleiter, natürlich, zu verkaufen, kennzeichnen. Hier, die machen wir auch noch. So, jetzt seid ihr mal wieder dran. Ich fange schon mal an, hier mein Endtalk zu machen. Kommentiert, welche Reihen euch noch interessieren, was ich bauen sollte, was ihr wie anders machen würdet, ne? Also trotzdem, obwohl es jetzt hier schon quasi fertig ist, machen wir noch ein paar, wenn wir die gerade haben. Hier nochmal ran. Das ist der Sale-Tisch. Der Wühltisch. Weil mich interessiert trotzdem nochmal ein finales Feedback, auch wenn es jetzt nicht mehr was ändert, weil wir quasi fertig sind. Aber mich würde nochmal interessieren, wie ihr das so findet, was ich hier so mache. Und was ihr gut findet, was ihr nicht so gut findet, nochmal hier jetzt auch in der letzten Folge, was wir hier gemacht haben. Auch nochmal insgesamt, gerne, bitte, danke. Das wäre ganz toll. Ich kann nicht immer alle Wünsche erfüllen, aber das muss ich auch gar nicht.
Ich denke, ich habe da was Schönes geschaffen, was ganz cool auch aussieht. Da kann man hinlaufen, da kann man die Sachen kaufen, die man auch wirklich braucht. Es sind genau die Zutaten für die Tränke, es sind genau die Zauberbücher, es sind genau die Besen und die Zauberstäbe und die Kessel. Wir haben alles drin. Das ist ein vollständiger Laden für Reich der Magie, für das Gameplay. Und ja, die Pflanzen natürlich auch sehr, sehr schön, finde ich. Man kann auch ein bisschen Zaubertränke ausprobieren. Aber ja, es ist halt trotzdem leider nicht, dass man die Zaubertränke kaufen kann. Die müsste man selber herstellen und dann kosten die aber 0 Simoleons, was das Problem hierbei ist. So, das ist mein Zaubershop. Ich bin Daniel von SimFans.de. Daumen nach oben nicht vergessen, wenn es euch interessiert. Es gibt auch coolen Merch für euch. Ja, mit Magic Kaugummi-Tier-Tasse. Greift zu und... Auch hier, das Ding gibt es in der Galerie, alle Infos in der Videobeschreibung, wie ihr das findet, wie ihr das runterladen könnt, auch alle Links, alle Grundstücksinfos, alles gibt es in der Videobeschreibung, schaut da mal rein, es lohnt sich und jetzt seid ihr natürlich auch wieder aufgerufen, eure Wünsche zu äußern, was ich noch bauen soll, das bitte hier in den Kommentaren, das mache ich immer in die letzte Folge, dann kann ich da reingucken, was ihr euch noch wünscht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Grundstück, bis zum nächsten Mal hier im Let's Build. Oder natürlich nur jetzt noch bei einem anderen Video eurer Wahl. Guckt mal rein, stöbert mal durch den Channel. Ganz viel Spaß, schöne Zeit hier. Tschüss.